Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire. Nicht Vampire the Masquerade, das wird wahrscheinlich öfters vorkommen, dass ich da... Ja, nee, nochmal. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Willkommen zurück zu Vampire the... Nicht The Masquerade. Nur Vampire oder Vampyr. Und... Was ist das? Oh. Natriumchloridlösung. Schön. So. Was haben wir jetzt? Das sind wir. Ja, Whitechapel, schön. Ein Verräter im Krankenhaus, Hauptquest, alles klar. Nachtschicht, das hinten, die haben wir. Weißer Kittel. Sprich mit Edgar Swansea. Alles klar. Dann machen wir das doch. Genau. Wie es langsam laufen. So, wenn ich teilweise wieder mit der Maus so ein bisschen hakel oder so, seht's mir nach, irgendwie kriege ich es, nicht hin, die Maus langsamer zu schalten, oder? Warte mal. Na, okay, ich glaube, ich habe jetzt mal die Maus ein bisschen langsamer geschalten. Dr. Swansea, okay. Da gehen wir noch nicht hin. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal in unser Zimmer. Nochmal. Lup. So. This is our house. Oder our Zimmer. Ach cool, wir können auch in den Müll suchen. Was? Ach geil. Okay. Zeitung können wir nicht lesen. Flup. Yo, geil. Das ist mal cool. Okay, können wir noch irgendwas craften? Frage ich mich. Analysieren. Können wir irgendwas aufwerten? Abgenutzter Knüppel. Säge. Ja, gewöhnliche Machete. Die macht natürlich ordentlich Bums. Machete, 64 Schaden, 65, okay, okay, den Schädel und Knochen zu zertrümmern, ich könnte den, geil, ich kann den aufwerten, ja, dann machen wir das doch, muss ich da irgendwas drücken? Werten. Achso, ich muss erstmal da. Achso, scheiße. Okay, ich kann da klicken, wie ich blöde bin. Teil eines gewöhnlichen Griffs brauchen wir. Alles klar. Na gut, schade. Aber das können wir auf verbesserte Handhabung. Okay. Fluing, okay. Alles klar, wie geil. Okay. Können den Schaden erhöhen und die Ausdauer. Alles geil. Das ist ja cool. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Die Sense, die ist natürlich zweihändig, macht aber auch nicht Bums. Abgenutztes Amputationsmesser. Blutaufnahme plus 3. Das können wir auch aufwerten. Ach, schön. Ah, schön. So, dann, Musterverbrauch. Okay. Nimmt Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Och. Ja, warum nicht? Geil.
Ja, cool. Okay, da haben wir noch eine Uhr. Die können wir wiederverwerten. Ja. Schön. Upsala. Nee, Moment. Ich will da nochmal ran. Können wir da noch was herstellen? Ah ja, alles klar. Wir können... Ludaboot und das hier. Machen wir mal. Okay, wir können auch noch Sera herstellen. Hm. Und dafür fehlt uns noch das nötige Zeugs. Aber egal, das kriegen wir auch noch hin. Okay. Dann würde ich doch sagen, huch. F. Tippets, Dr. Strickert und Dr. Aykroyd. Aber wahrscheinlich... It's locked. Okay. Ist wahrscheinlich verschlossen, wie ich mir gedacht habe. Okay. Leihen wir uns nochmal ein bisschen Zeugs aus, ein paar Medikamente. Anscheinend werden die auch jedes Mal, so hoffe ich, ersetzt. Ich hoffe, ich liege dem Krankenhaus jetzt nicht irgendwie zu groß auf der Tasche. Upsala. So. Die Tür ist nicht auswählbar. Okay. Dann gehen wir doch mal zu Dr. Swansea. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Tja. Ah, alles klar. Man könnte jetzt sagen, ich bin ein lebendes Paradoxon. Man könnte es mit Scherz nehmen, mit Witz. Ihre Worte sind tröstlich. Man könnte gefühlvoll so ein bisschen antworten oder trotzig. Ich würde sagen, ja, ich nehme es mit Humor. So bin ich manchmal. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Okay. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es ist nicht unterhaltsam. Wir brauchen einander. Ich will es mir ja auch nicht mit ihm verscherzen. Er hat uns ja ein bisschen gerettet, uns eine Arbeit gegeben und er versucht uns so ein bisschen zu helfen. Ich würde sagen, wir brauchen einander. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat?
By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Alles klar, Lady Ashbury, alles klar. Gut, Edgar, mein Freund. Okay, das ist eine sehr interessante Maschine da. Sieht alles sehr interessant bei ihm aus. Oh, ein Grammophon. Ich mag die Dinger irgendwie. Das sind noch die alten Plattenspieler. Fun Fact, die Dinger wurden damals noch mit, noch nicht mit Platten betrieben, sondern mit Wachsrollen. Oh, nein, ich spritze. Ich hasse Spritzen. Richtig geil. Die wurden damals mit so Wachsrollen betrieben. Da hat dann eine Band versucht zu spielen. Oh, Loot. Zack. Eisenadrat. Gut, dann würde ich doch sagen, suchen wir mal diese Lady Ashbury auf. Ich loote mal ein wenig. Ich würde auch zu gerne mal etwas über die ganzen Insassen hier nochmal erfahren. Na, Vampirschwester? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Es gibt Erpressungsfälle im Krankenhaus. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Ach Mensch, die da und die arme Frau. F, medizinische Untersuchung. Ah, okay. Sie ist gesund. Alter, wenn wir sie aussaugen würden. Genau auf einen Schlag 1250 EP. Eieiei. Aber. Oh! Wer ist Thomas Elwood? Tell me, Thelma. Why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Oh, eine sagen wir mal Vampirin in Anführungszeichen mit Gewissen. Ui. Führen Sie eine Beziehung? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Ach, die gute Frau. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Wie süß. Ach, Mensch. Er spielt aber auch ihr Spielchen so ein bisschen mit. Das finde ich gut. Das finde ich toll. Weil er nicht so einer ist, der sagt, ja, die ist verrückt. Das finde ich interessant. So. Looten hier noch ein wenig. Okay, da ist nichts drin. Ah. Sprich mit der Gönnerin des Krankenhauses. Ach, sie ist die Gönnerin. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel.
You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Sie ist auch eine Vampirin. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter.